was ihr eigentlich immer da haben müsst, solltet, ja, ist eine Zitruspresse. Hier schneidet eine Zitrone, eine Orange, eine Grapefruit, was auch immer, in zwei Teile, setzt hier oben auf und könnt hier das schön auspressen. Gibt es auch mit der Hand, aber ich garantiere euch, da habt ihr nach ein paar Tagen keinen Bock mehr. Irgendeine günstige Lösung, die hat hier, glaube ich, deutlich unter 30 Euro gekostet. Ich mache euch auch Links zu den Produkten rein, damit ihr mal gucken könnt, was sowas kostet und ob ihr auch was anderes findet, was euch gefällt. Und hiermit könnt ihr euch immer, wenn ihr Bock habt, einen frischen Orangensaft zum Beispiel machen. Wir kaufen uns meistens so alle anderthalb bis zwei Wochen so 10 Kilo Orangen bei unserem Obst- und Gemüsehändler und dann haben wir immer welche da und damit machen wir auch unser Dressing und dazu gibt es dann auch noch andere Videos. Also das ist etwas, was sollte man immer da haben. Ne? Das kostet sehr wenig Geld und das bringt auch schon viel, wenn man morgens einfach einen frisch gepressten Orangensaft trinkt. Und dann gibt es zwei bis drei Arten von den Saftern, aber im Prinzip sind das diese beiden verschiedenen. Das ist ein Zentrifugalensafter hier. Der ist ja noch größer als der hier. Das ist ein Slow Juicer und zwar ein vertikaler Slow Juicer. Dazu erkläre ich gleich noch was. Nur vorab, diese hier sind dafür gedacht, Multivitaminsäfte zu machen. Man kann damit Orangensaft machen, Karottensaft, man kann auch grün entsaften, aber nicht gut alleine, sondern immer nur zusammen mit zum Beispiel Karotten oder Sellerie mit Äpfeln oder solchen Sachen. Ja. Wenn ihr nur grün entsaften wollt, müsst ihr nach einem horizontalen Entsafter suchen und diesen aber dann wieder schlechter beim Entsaften zum Beispiel von Apfelstückchen oder Orangensaft oder sowas. Die am allgemeinsten gehalten werden können, mit denen man am meisten machen kann, sind diese hier, die sind ein Slow Juicer oder so ein Zentrifugalentsafter. Die Zentrifugalentsafter sind relativ günstig, die haben auch eine recht große Öffnung. Ihr seht hier diesen Stößel und hier den Stößel von dem hier. Da seht ihr, aha, die Öffnung von dem hier ist sehr klein. Ja, da kann man nicht so viel auf einmal reinstecken, da muss man sehr viel vorschneiden. Und hier, da kann man 3-4 Karotten auf einmal reinschmeißen und der entsaftet das auch total schnell. Ja. Dann hat aber auch gewisse Nachteile. Das hier ist, ich mache euch das mal an, dann hört ihr erstmal, wie unterschiedlich laut die sind. Und hier dreht sich jetzt so ein Schneidwerk sozusagen, so eine Reibe ganz, ganz schnell. Und wenn man dann was reinschiebt, dann macht es und dann wird, kommt hier dann der Rest rein, der Trester, und hier kommt dann der Saft raus. Und das ist noch die niedrigste Stufe. Das klingt fast wie ein Flugzeug. Was bedeutet, wenn ihr eine Mietswohnung habt oder morgens um 5 entsaften müsst, während die Rest der Familie noch schläft, weil ihr euch den Saft für den Tag vorbereiten wollt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Lösung. Der Witz ist aber, wenn die Lautstärke keine Probleme macht und ihr zum Beispiel eine große Familie habt und wollt für die ganze Familie Säfte machen, dann werdet ihr mit diesem hier keinen Spaß haben. Lasst den mal laufen. Der hat nur eine Geschwindigkeit. Da ist so eine Schnecke drin, die presst das aus. Hier kommt dann der Trester raus und hier der Saft. Nee, genau umgekehrt. Ich sitze jetzt verkehrt rum. Der macht hier noch einen deutlich hochwertigeren Saft, weil er das halt langsam macht. Der entsaftet es halt ganz langsam und der schmeckt besser und er macht auch besser satt, finde ich. Also er wird mehr Nährstoffe enthalten als dieser hier. Aber das ist hier die Pest, wenn man für mehr als eine Person damit Säfte machen will, zum Beispiel für den ganzen Tag, wenn man so sagt, zwei Leute machen Saftfasten, das dauert hier einfach länger. Das muss man einfach dazu sagen. Die Qualität ist besser, aber es dauert länger. Und der Witz ist, ihr müsst den Entsafter finden und die Entsafterfrage ist noch deutlich schwerer, als sich für einen Mixer zu entscheiden. Es gibt für jeden eine andere Art von Entsafter und es gibt für alles verschiedene Sachen. Hier das zum Beispiel eine Zitruspresse ist halt super, weil die lässt sich halt total schnell reinigen. Die hat man auseinandergenommen, schnell abgespült und fertig ist das Ganze. Das hier beides ist relativ aufwendig zu reinigen. Man braucht da schon so 10 Minuten, Viertelstunde, um das hier wieder sauber zu machen, anständig, damit es halt auch lange hält. Das hier ist was
für Leute, die ein bisschen Zeit haben oder die sagen, ich trinke halt nur ein Glas oder ich mache Saftfasten, aber halt für eine Person. Wenn das zwei Personen machen wollen würden mit so einem hier, muss man es zeitversetzt machen. Weil ich brauche da, wenn ich mit dem hier die Säfte für den ganzen Tag mache, wenn ich Saftfasten mache, also zum Beispiel morgens, dann brauche ich mit dem hier mit schnippeln, weil ich muss sie relativ klein schnippeln und sauber machen 1,5 Stunden und mit dem hier nur so eine 3/4 Stunde. Ja? Das ist wichtig zu wissen, aber die Qualität von diesem hier kann nicht mit der Qualität von diesem hier mithalten. Das müsst ihr wirklich verstehen. Rohe Energie wird freundlicherweise unterstützt von Plantrition, den hochwertigen und hochdosierten veganen Nahrungsergänzungsmitteln. Gerade wenn ihr Vitamin D3-Tropfen, K2-Tropfen oder Magnesiumkapseln sucht, seid ihr bei Plantrition gut aufgehoben. Die Links zu Plantrition findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren.